Wir warten auf knapp 100.000 Euro. Das schuldet uns das KDW. Das sind Forderungen, mit denen wir auch gerechnet haben. Wir haben ja vorher die Ware eingekauft, die Löhne bezahlt, die Verkäufer. Hamid Jada, Mitgesellschafter von Ode Berlin, Marzipan aus Neukölln, ist sauer. Ode hat im KDW einen Stand. Wer hier kauft, konnte vor der Insolvenz an allen Kassen des Kaufhauses zahlen. Einen Monat später überwies das KDW dann immer das Geld an Ode. Doch seit Mitte Dezember schon kam kein Geld mehr. Die wichtigen Gewinne des Weihnachtsgeschäfts fehlen ihm und vielen anderen Betroffenen immer noch. Ausgerechnet dieser Dezemberumsatz, der wird jetzt nicht bezahlt. Und das ist für eine Firma wie Ode oder auch für unsere Konkurrenten wie Savade, kleinere Firmen, familiengeführt, existenzbedrohend. Also eine Firma wie Louis Vuitton oder Gucci, die können das verkraften, aber die Kleinen natürlich nicht. Das KDW lässt uns nicht filmen im Haus, aber innen sieht es mittags ähnlich aus wie auf diesen Archivaufnahmen. Heute war es sogar viel voller. Alles scheinbar ganz normal, aber nicht in allen Abteilungen. Anders als hier zu sehen, steht nicht alles zur Verfügung. Stammkundinnen fanden ihren Besuch sogar schlimm. So schlecht wie noch nie. Warum? Naja, weil nichts da ist. Man konnte auch nicht überall was kaufen. Ist ja alles abgesperrt. Wo genau? Oben Geschirr? Ja, verschiedene Stände, die Geschirrstände und so weiter. Das ist abgesperrt. Also da wird im Moment nichts verkauft. Von bestimmten Marken? Von bestimmten Marken. Das ist ja alles Shop-in-Shop. Sind ja immer nur bestimmte Marken da, ne? Kleine Läden. Nach der Pleite von René Benko, hier noch strahlend 2019 bei einer Party im damals frisch teilsanierten KDW, hatte das Luxuskaufhaus vor einer Woche nun selbst einen Insolvenzantrag gestellt. Und Hamid Jada ärgert sich, dass das KDW seitdem nicht mit ihm spricht, alles unklar ist. Die Kommunikation ist wirklich absolut unprofessionell und auch, muss ich kritisieren, diese Insolvenz, die war nicht im Januar jetzt akut, sondern man wusste vorher schon, dass Schwierigkeiten kommen. Und der das geplant hat, der wusste das schon und den Dezemberumsatz, den wollte man auch mitnehmen, dass ordentlich die Kasse gefüllt wird und damit die Insolvenzmasse größer wird. Das KDW antwortet auf RBB-Anfrage allgemein. Wir hoffen, zeitnah auch hier Lösungen präsentieren zu können. Es geht darum, Vertrauen wiederherzustellen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass sämtliche Waren, die seit Anordnung der Eigenverwaltung geliefert werden, nun wieder vollumfänglich bezahlt werden. Wie viele andere setzt auch Ode im KDW mittlerweile auf eigene Kassen. Seinen Stand will Hamid Jada auf keinen Fall schließen. Das Kaufhaus des Westens brauche ja Unterstützung, auch wenn es ihm aktuell rund 100.000 Euro schuldet.